vorbeischaut. Heute möchte ich mit euch DDR-Brötchen machen. Und zwar das Rezept habe ich gefunden aus leckere Brötchen vom Landhaus-Team. Das ist also ein Brötchenbuch mit lauter leckeren Brötchenrezepten drin. Für dieses Rezept oder für diese Brötchen benötigen wir gar nicht viele Zutaten und wie immer bei mir ohne viel Schnickschnack. Wir legen auch gleich los. Und zwar 250 Gramm Wasser, 1 Würfel Hefe. Den tue ich ein bisschen zerkleinern. Und eine Prise Zucker für die Hefe, damit sie besser gehen kann. Die Zutaten wären jetzt 2 Minuten. Auf 37 Grad Stufe 1 erwärmen. So, das Wasser, die Prise Zucker und die Hefe ist jetzt auf 37 Grad erwärmt. 500 Gramm Weizenmehl, Typ 550, nehme ich jetzt für die Brötchen hier. Im Rezept steht nur Weizenmehl oder nur Mehl. Aber da ich ja für meine Brötchen eigentlich immer 550er Typ nehme, nehme ich sie diesmal auch. Und 2 Teelöffel Zucker. Zucker, Quatsch, haben wir ja schon drin. 2 Teelöffel Salz. Zutaten wäre jetzt 3,5 Minuten auf der Teignetzstufe zu einem Teig verkneten. Teigstufe und los geht's. So, der Teig ist jetzt 3,5 Minuten durchgeknetet worden. Ich zeige euch. So schaut es jetzt aus. Ich habe meine Schüssel wieder vorher etwas eingeölt, damit ich den Hefeteig später besser rausbekomme. Den Teig tun wir jetzt umfüllen. Super rausgegangen, ne? Also der Teig fällt mir jetzt schon. Teig geht jetzt 45 Minuten an einem warmen Ort, natürlich mit Deckel. Wenn der Teig gegangen ist, sehen wir uns gleich wieder. So ihr Lieben, der Teig ist jetzt eine Dreiviertelstunde gegangen. So ist er jetzt aufgegangen. Es wird auch schön fluffiger Teig. Und für den nächsten Schritt hole ich euch näher wieder zu mir her. So, ich habe euch näher zu mir hergeholt. Wir holen jetzt den Teig aus meiner Hefeform, Hefeschale raus. Also, wenn man sie mal einölt, lässt sich es wirklich super toll entfernen, ohne dass man viel Rückstände im Teig bleiben. Jetzt aus dem Teig 10 Brötchen oder 10 Teiglinge abstechen. Und werde sie jetzt schleifen.
ich habe wieder schön die Spannung an der Oberfläche. So ist sie noch einmal länglich rollen und tue sie auf Seite. Und so fahre ich jetzt mit alle fort. Ich lege sie jetzt auf mein Backblech. Und werde die Brötchen noch einmal einschneiden. Ich werde sie jetzt noch mit Wasser besprühen. Und bevor ich sie im Backofen stelle, circa 20 Minuten nochmal auf dem Backblech gehen lassen. Den Backofen werde ich jetzt auf 230 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Die Brötchen sind jetzt bei mir 20 Minuten zugedeckt gegangen. So schauen sie jetzt aus. Ich werde sie jetzt nochmal mit Wasser besprühen. Und dann habe ich mir meinen Messbecher mit warmem Wasser schon hergerichtet. Den werde ich jetzt dann schwallartig nur mal auf den Ofenboden schütten, damit ich die Brötchen schön schwaben kann. Die Brötchen bleiben jetzt ca. 15 bis 20 Minuten in dem Backofen. Hier steht, falls die Brötchen noch nicht braun sind, trotzdem rausnehmen. Sie bräunen noch nach und falls doch nicht, dann kann man sie später noch etwas aufbacken. In jedem Fall müssen sie aber noch diese Zeit, nach dieser Zeit aus dem Ofen geholt werden. Ich werde jetzt nach 15 Minuten mal gucken, was meine Brötchen so machen, ob ich nur 5 Minuten länger dazu gebe oder ob ich sie nach 15 Minuten schon raushole. Aber das sage ich euch nach dem Backen, wie lange jetzt meine dann drinnen war. Wenn sie fertig sind, sehen wir uns wieder. Tada! Die Brötchen sind jetzt ausgekühlt. Schau mal, wie die ausschauen, wie vom Bäcker. Sind auch richtig schön knusprig. Hört ihr es? Wahnsinn! Ich schneide jetzt ein Brötchen auf. Ist noch so schön lauwarm. Schaut mal, wie sie innen drin ausschauen. Sie dampfen noch. Ja, auch. Ist wieder ein ganz tolles Rezept, total easy, ohne viel Schnickschnack. Probiert es einfach nach, sind echt klasse. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage ciao, bis zum nächsten Mal.